in der Klinik am Südring. Assistenzarzt Frederik Seehauser verabschiedet gerade eine Patientin, als der 24-jährige Mario, begleitet von seiner Freundin Sina und Kumpel Bastian, in der Notaufnahme auftaucht. Während die junge Frau total besorgt ist, spielen die Männer die Sache herunter. Jetzt mal ganz kurz für mich. Was ist genau passiert? Ein Unfall ist passiert? Nein, das war kein Unfall. Also, ich wollte einfach nur in unsere Parklücke einparken, wo ich immer einparke. Sein Wagen stand davor. Ich hab mich ein bisschen verschätzt. Es war immer noch Schrittgeschwindigkeit, unter 30 km/h auf jeden Fall. Mhm. Und ja, ein bisschen mit dem Lenker verdallt. Und dann ist es passiert, kurz reingeschrammt. Okay. Und aber nichts Wildes. Ich kann auch wieder gehen gleich. Alles gut. Okay. Ganz kurz, und in welcher Konstellation stehen Sie jetzt zusammen? Also Sie haben gerade gesagt, Sie wollen Ihren Freund anmelden? Genau, das ist mein Freund und okay. Das ist sein bester Freund. Ja. Achso, Sie kennen sich, sind jetzt keine Unfallgegner in dem Sinne, sondern Sie kennen sich. Genau. Okay, also unter 30 km/h haben Sie aber gesagt. Ja, auf jeden Fall. Okay. Die Platzwunde kommt vom Unfall selbst? Ja. Okay, waren Sie angeschnallt? Nein. Wahrscheinlich nicht, wollte ich gerade sagen. Bei unter 30 km/h sind Sie mit dem Kopf oder am Lenker angekommen oder wo? Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Während der Anamnese ist mir aufgefallen, dass das Verletzungsmuster eigentlich nicht so richtig zu dem dargestellten Unfall passen könnte. Es hieß, es war mehr oder minder nur ein paar Krempler, nur ein paar kleine Kratzer. Ich habe zwar nachgefragt und es wurde auch bestätigt, dass er nicht angeschnallt war. Trotzdem muss der Aufprall viel größer gewesen sein, denn ansonsten wäre er nicht durch den Aufprall mit dem Kopf gegen das Lenkrad gekommen. Zwiebelt es so ein bisschen? Leicht. Okay. Ansonsten irgendwie Übelkeit, sonst irgendwas? Gar nichts. Schwindel gehabt, Kopfschmerzen? Gar nichts. Hand auch? Ja, ein bisschen geprellt. Bisschen geprellt. Okay, so eine leichte Abschürfung können wir schon erkennen. Ich wurde leicht schwindelig. Und du bist ja schwarz vor Augen. Davon hast du gar nichts gesagt, Schatz, dass du schwarz vor Augen geworden bist. Das ist doch nichts Schlimmes. Nach dem Unfall, als du mit dem Kopf aufs Lenkrad gekommen, wurde ihm dann schwarz vor Augen, weil dann sprechen wir schon von einer Gehirnerschütterung. Nein, kurz davor. Vorher, schon vor dem Unfall. Dem müssen wir natürlich mal nachgehen. Ich glaube, das könnte vielleicht sein, dass das an seiner komischen Diät liegt. Quatsch. Ja, Schatz, ich weiß sowieso nicht, warum du so eine Diät machst. Okay. Kann das damit irgendwie zusammenhängen? Ja, also Mangelerscheinungen auf jeden Fall. Die können natürlich auch zu Synkopen führen, also Ohnmachtsanfälle aufgrund dessen, dass der Körper nicht genügend Nährstoffe bekommen hat. Das muss ich jetzt sagen, dem müssen wir jetzt nachgehen. Wichtiger für mich ist jetzt einmal zum einen die Wunde im Kopfbereich. Die müssen wir versorgen. Da reichen aber Steristrips, da brauchen sie nicht genäht werden. Die ist eher oberflächlich. Ich mache so ein bisschen Sorgen im Handgelenksbereich, eine ziemlich deutliche Einblutung. Ich würde sagen, Amelia, wenn du da einmal bitte vielleicht in der Radiologie anrufen könntest, dass wir hier ein Röntgen haben können für die Hand. Ihnen ist aber gar nichts passiert. Nein, mir ist nichts passiert. Okay. Also, das war ja jetzt auch nichts Wildes, ne? Mal schauen. Alles okay, Schatz? Alles im Das ist nur das Pupillenlicht, keine Sorge. Wollen Sie sich mal lieber hinlegen? Ja. Schatz, was ist los? Mir wollen wir lieber mal doch einen Zugang legen für alle Fälle und den Versuch so Blitze. Okay. Also, schauen Sie sich mal bitte an. Blitze, sagen Sie. Auge auf, machen wir bitte. Okay. Andere Seite, Auge auf mal bitte. Auge auf. Jetzt hör doch mal auf. Was machst du denn für einen Scheiß? Mit Platz der Schädel. Ey, willst du ein paar Äpfeln oder was? Nein, das tut alles so weh. Also, die Sorge, die wir immer haben, sind schon bei so sensiblen Bereichen wie dem Kopf-Nackenbereich, bei so Unfällen, dass es da schon zu Schleudertraumata kommen kann, wenn nicht sogar noch zu schlimmeren Erkrankungen. Aber hier im Brustbereich ist nichts. Sie kriegen ganz normal Luft, hier brauche ich hier drücke. Nur isoliert der Kopf. Ja. Okay. Steckst du die noch an? Ich würde sagen, den Patienten machen wir direkt Abfahrtbereich. Als der Patient auf einmal neurologische Ausfallerscheinungen zeigte, da war auf jeden Fall Eile geboten, denn mit dem Hinweis, dass es sich hierbei um einen posttraumatischen Patienten handelt, das heißt, der in einen Unfall verwickelt war, müssen wir auf jeden Fall schwere Schädelverletzungen in Betracht ziehen oder Blutungen in diesem Bereich, denn die Zeichen wie starke Kopfschmerzen, ein Kopfdröhnen, Lichtempfindlichkeit sowie eine Sehminderung durch Lichtblitz oder ähnliches, das sind alles Symptome, die dafür sprechen könnten. Marius, tut mir leid. Das hätte nicht passieren dürfen. Ja, das war doch jetzt ein normaler Unfall. Das kann doch passieren. Nein, er hätte den Wagen niemals fahren dürfen. Ich hätte fahren sollen. Ja, aber so ein Unfall ist doch nicht planbar. Also das passiert halt einfach. Und das muss man halt so akzeptieren und hinnehmen. Wir wissen ja gar nicht, was los ist jetzt.
Sie verstehen das Ganze wirklich nicht. Es tut mir leid, aber ich muss mal an die frische Luft. Okay. Eigenartig war das Verhalten des Freundes meines Patienten, denn der hatte so eine Art emotionalen Ausbruch und der war nicht ganz zu deuten für mich, denn der Grund dieses emotionalen Ausbruchs, der kam ganz erst am Ende raus. Solange der verletzte Autofahrer beim Röntgen ist, kann sich Frederik Seehauser um die nächste Patientin kümmern. Statt ein paar unbeschwerte Tage in Köln zu genießen, plagt die 20-jährige Irina ein lästiger Ausschlag. Die Schuld dafür gibt sie ihrer Freundin Jasmin. Und ich sehe, Sie haben im oberen Bereich ein bisschen Ausschlag. Ist das das Hauptproblem? Ja, das ich habe auch hier an der Brust alles und hier okay. auch. Und Sie sind jetzt hier zu Besuch? Oder warum, was machen Sie hier? Ja, wir wollten in Köln so einen kleinen Wochenendtrip machen. Mhm. Und ja, sieht man ja jetzt, was draus geworden ist, ne? Ja, wir übernachten halt in einem Hostel. Mhm. Sie können sich ruhig daneben setzen, ist kein Problem. Die Trage hält Sie ja. beide aus. Auf jeden Fall hatte sie halt letzte Nacht überall Ausschlag bekommen und Juckreiz. Mhm. Ich kann mir das nur nicht erklären, da ich ja mit ihr im selben Zimmer schlafe. Also denke ich nicht, dass es am Hostel liegt. Natürlich! Das können doch genauso die Milben sein. Ja, aber das Hostel hat richtig gute Bewertungen im Internet. Können hier auch alles hinschreiben. Also ganz kurz für uns, Sie waren den ganzen Tag über unterwegs? Genau. Wir waren in Köln, waren in der Sonne, haben uns gesund und... Okay, und dann abends zurückgekommen. Abends ist es dann gekommen, und dann in diesem Hostel Ausschlag. Ja. Okay, wo ist es primär jetzt? Hier und am Bauch. Okay, dann einmal bitte das Oberteil so aussehen, dass wir es beurteilen können. Okay. Dann sind jetzt auch schon ein bisschen gekratzt. Ja, hier sind so kleine Kratzspuren, die haben sie mit den Fingernägeln so ein bisschen aufgekratzt. Das juckt ja die ganze Zeit. Mhm. Was soll ich denn machen? Da, ich würde ganz gerne einmal mal mit der Lupe gucken. Ja. Hätten wir so ein Luxushotel genommen, 5 Sterne, dann wäre das nicht gewesen. Also ich kann das Hostel schon mal ein bisschen in Schutz nehmen, ganz ehrlich. Das sind keine Milben. Das sind auch keine Bettwanzen oder sonstiges, die sich da irgendwie drauf vergnügt haben oder festgebissen haben. Das sieht anders aus. Sie haben doch gerade gesagt, dass Sie den ganzen Tag sich draußen gesonnt haben am Vortag. Ja. Ist das erste Mal dieses Jahr, dass Sie jetzt so ausgiebig Sonne gebadet haben, oder? Ja, also das war jetzt das erste Mal, weil ich habe jetzt auch die ganze Zeit durchgearbeitet und war auch noch nie in der Sonne gewesen und ja. Okay. Sonst schon mal Probleme damit gehabt oder sonst irgendwas? Ja, ich hatte eigentlich noch nie damit Probleme. Mhm. Für uns sieht das eher so aus, dass es sich hierbei um so eine Lichtdermatose handelt. Im Volksmund heißt diese Reaktion ja auch Sonnenallergie. Und eine Allergie, die kann man erwerben bzw. kann man sich auch aneignen. In diesem Fall war es so, dass der Körper lange Zeit keine Sonne gewohnt war, so wie bei der Patientin. Dadurch, dass sie viel gearbeitet hat, konnte sie wenig Sonnenstrahlen genießen. Und dann reagiert die Haut relativ sensibel, wenn auf einmal so viel Sonnenlicht und Sonnenstrahlen auf sie einprasseln. Das ist aber nicht schlimm. Ich kann Sie entwarnen, Sie kriegen von uns eine Salbe wahrscheinlich noch mit, ein kleines Tiegelchen. Ich kann was mitgeben, auf jeden Fall. Für mich ist nur wichtig, bitte jetzt auf keinen Fall, wenn Sie jetzt rausgehen, direkt wieder in die Sonne gehen. Mhm. Das wäre jetzt falsch, weil es wird nur schlimmer, das juckt mehr. Und wie lange dauert das? Also ich denke mal, heute Abend, morgen früh werden schon die ersten Sachen wieder abgeklungen sein. Bei Irina ist also alles im grünen Bereich. Weitaus ernster ist hingegen die Lage bei dem 24-jährigen Mario. Am Abend liegen dem Arzt die vorläufigen Untersuchungsergebnisse vor und diese lassen den Mediziner erneut an der Aussage seines Patienten zweifeln. Also das ist alles relativ, in Anführungszeichen, relativ glücklich noch ausgegangen. Im Handgelenksbereich ist Gott sei Dank nichts gebrochen. Und jetzt kommen wir zu der Phase, was ein bisschen kritischer war, was auch die Symptome ausgelöst hat. Das ist die Verletzung im Kopfbereich, im Schädel-Hirn-Bereich. Und hier habe ich ein Schaubild mitgebracht, um das Ganze mal ein bisschen zu erklären. So groß stellt sich das bei Ihnen nicht dar, sonst hätten wir Sie operieren müssen. Wir haben uns bei Ihnen zu einer konservativen Therapie entschieden. Das Ganze nennt sich ein subdurales Hämatom. Das bedeutet, es ist hier eine Einblutung zwischen der Hirnmasse und der Dura Mater. Das ist diese Schicht. Und der Schädel ist die Grenze, das heißt, das Blut kann nicht abfließen. Damit werden wichtige Zentren eingedrückt. Das war zum Beispiel bei Ihnen auch ein Zentrum der Konzentration bzw. auch das Sehzentrum. Deswegen haben Sie so Blitze gesehen. Die Blutung ist nicht so groß, dass wir operieren mussten, sondern wir werden das Ganze medikamentös machen. Wichtig ist aber, so ein subdurales Hämatom, das entsteht nicht, Herr Reimitte, das entsteht nicht einfach. Ach. Bei so einem kleinen Parkrempler. Bastian, was machst du? Wo warst du? Ja, ich brauchte... Ich hab dich 1000-mal angerufen. Ich brauchte warum mal frische Luft. Gegangen? Ich musste einfach mal raus. Das wurde mir einfach alles zu viel. Das Verletzungsmuster, was wir jetzt hier vorliegen haben und was ja wirklich auch nicht ein kleines ist,
das ist mit 30 km/h oder sogar mit Schrittgeschwindigkeit nicht erklärbar. Das ist ja kein einfacher Auffahrunfall. Wie jetzt? Das heißt, der muss schneller gefahren sein, oder? Ich möchte jetzt hier nichts unterstellen, aber normalerweise sehen wir so ein Verletzungsmuster bei richtigen Verkehrsunfällen und nicht bei einem Einparkmanöver. Habt ihr mir irgendwas zu sagen? Oder das kann doch nicht sein. Das ist total komisch. Dieser ganze Unfall. Da passt doch irgendwas nicht zusammen. Ja, und apropos zusammenpassen, das ist auch der Grund, warum ich jetzt noch mal da bin. Wir konnten leider auch gar kein... Sie haben mir erzählt, dass Ihnen vor dem Unfall schwummrig geworden ist, Sie ein ohnmachtsähnliches Ereignis hatten. Und Sie hätten ja vermutet, das hängt irgendwie mit dieser neuen Diät zusammen, mit diesen Intervallen und dass Sie Mahlzeiten weglassen. Das würde schon so passen, wenn wir Mangelerscheinungen im Blut nachweisen können. Das haben wir nicht und wir haben auch keine Elektrolytverschiebung oder sonst ähnliche Zeichen. Bei diesen Patienten hatte ich insgesamt zwei Rätsel. Zum einen passte die Unfallgeschichte nicht zu den klinischen Symptomen und zum anderen passt dieser Ohnmachtsanfall, diese Synkope, die er vor dem Unfall schilderte, auch nicht zu seinen Blutwerten. Denn einen Nährstoffmangel konnten wir ihm nicht nachweisen. Deswegen müssen wir hier auf jeden Fall internistisch, kardiologisch und neurologisch nochmal prüfen, woher dieser Ohnmachtsanfall kommt. Ja, diese ganzen Untersuchungen bräuchten jetzt vielleicht doch nicht. Natürlich, das ist total wichtig. Wir müssen auch wissen, warum es dir so schlecht geht. Ja, da hat Ihre Freundin recht, das ist wirklich wichtig. Ne? Also so ein Blackout kommt ja nicht von ungefähr. Ist ja nie passiert. Also, wie meinen Sie das? Es gab kein Blackout vorher. Was denn dann? Was? Mir wurde nicht schwindelig oder das irgendwas Gleiches. Und das mit dem Parken war auch gelogen. Der ganze Verkehrsunfall, oder? Der Unfall war gewissermaßen inszeniert. Also, wie jetzt inszeniert? Könnt ihr mir das bitte erklären? Was soll das? Ja, ich bin halt in sein Auto gewissenhaft reingefahren. Und auch nicht mit 30 km/h. So ein bisschen mehr. Sag mal. Bist du in das Auto reingefahren? Ja. Ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Das müssen Sie mir schon jetzt irgendwie erklären. Also, Sie haben doch ganz klar angegeben, Sie haben das Auto umgesetzt, Sie wollten parken. Ja, wir wollten das Geld der Versicherung abgreifen. Versicherungsbetrug? Ernsthaft? Sag mal, seid ihr beide bescheuert? Schatz, es tut mir leid. Sag doch mal was dazu. Was soll ich dazu sagen? Kann Mario dir wahrscheinlich besser sagen. Das ging mit der Schulter. Es ging mit dem Versicherungsgeld eigentlich um eine ganz andere Sache. Und zwar... Mario, willst du... Ist jetzt eh aus. Kannst es auch was für eine andere Sache? Schatz, gib mir bitte deine Hand. Du weißt, ich liebe dich über alles. Und zwar das Geld für die Versicherung dient nur einem Zweck. Ich wollte dir einen Verlobungsring kaufen. Und zwar, du weißt, ich verdiene nicht viel. Du verdienst das Beste, wirklich. Und ach, Schatz. Ach, komm mal her. Ich habe das nur für dich getan. Du bist ein Idiot. Ich weiß. Das ist zwar total süß, aber du weißt, ich brauche so einen Riesenschnickschnack doch gar nicht. Und das war total gefährlich. Guck mal, in was für einer Situation du jetzt bist. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Ich liebe dich auch so, Schatz, ohne einen großen Klunker. Aber trotzdem wollte ich dir einfach was Schönes schenken. Schatz, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Als Herr Fink uns berichtete, dass er den Versicherungsbetrug begehen wollte, aufgrund dessen, dass er seine Freundin einen richtig schönen Verlobungsring holen wollte, den sie auch verdient, war das natürlich erstmal was Schönes, schön zu hören. Allerdings war natürlich der Weg absolut falsch und das haben wir Herrn Fink dann auch klar gemacht. Das steht ja in keiner Relation. Also Versicherungsbetrug ist sowieso schon mal kein Kavaliersdelikt und dann noch vielleicht ein Leben zu riskieren. Da haben Sie beide sicherlich nicht ganz nachgedacht. Es tut mir leid, ja. Ich weiß, dass es falsch war. Ja. Trotzdem natürlich gute Besserung. Danke. Passen Sie mal auf die beiden Jungs auf. Das mache ich, danke. Ich spreche mal kurz ab, ne? Ja, klar. Der Lackierer durfte die Klinik nach 9 Tagen verlassen. Die Einblutung in seinem Schädel hat sich vollständig abgebaut. Kumpel Bastian, der als Kfz-Mechatroniker arbeitet, hat in der Zwischenzeit beide Autos auf eigene Kosten repariert. Sina freut sich über den Verlobungsring in Marios Preisklasse und kann es kaum erwarten, ihre große Liebe zu heiraten.